Hi und willkommen bei Costa Couple. Wir sind im Europapark und mal wieder im irischen Themenbereich. Wir wollen nämlich mal mit einem neuen Format starten. Wir wollen euch hier nämlich im Europapark mal alle Bereiche vorstellen. So ein bisschen detaillierter, als wir das üblicherweise machen. Und tatsächlich, wir haben uns in Irland bislang noch nicht ganz so oft aufgehalten. Und deswegen haben wir gedacht, wir fangen heute mal mit Irland an. Genau. Hier gibt es insgesamt 11 Attraktionen. Ja, unter anderem sind da auch Spielplätze noch mit drin, also nicht nur Fahrgeschäfte. Und wir haben auch diesmal ein Kind dabei, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Ist zwar 16 und hat gar keinen Bock auf irgendwas. Hier gibt es eine Gastronomie, die gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Und eine Show, so eine Seifenblasenshow. Ja. Ich glaube, wir haben im Dollywood sogar mal darüber geredet, da gab es sowas Ähnliches. Dann schauen wir uns mal um, oder? Genau. Wir sind jetzt schon bei der ersten Attraktion hier. Die Dancing Dinghy. 90 cm muss man groß sein, aber da muss man mit einem Erwachsenen fahren. Ansonsten 1,30 Meter. Das ist so, wie wenn ihr im Holiday Park wart, wie dieser Baumstamm, der sich so dreht und hin und her wippt, nur ein bisschen größer, würde ich sagen. Das ist tatsächlich gar nichts für uns. Nee. Da wird mir tatsächlich schlecht. Da wird mir auch schlecht, weil wir sind das im Toverland einmal gefahren und das ist beinahe übel geendet. Hier neben uns haben wir was, was jetzt halt eher weniger spannend ist. Aber wirklich mal was für die ganz, ganz Kleinen. Ganz Kleine, ja. Da sind nämlich so Bobbycars, mit denen können die ganz Kleinen fahren. Das ist eigentlich süß gemacht, ja, ne? Ja, es ist bloß gerade ein bisschen schwierig, da wir uns hier wirklich in einem Kleinkinderland bewegen, nicht alle Kinder zu filmen. Wir geben aber unser Bestes, versprochen. Links von uns sieht man jetzt noch so eine kleine Bötchenfahrt, aber wir gehen jetzt halt mal hier zu der größeren Attraktion, die wir jetzt mal fahren werden, nämlich der Achterbahn hier, weil wir sind ja immer noch bei Coaster Couple und da soll es noch ein bisschen um Achterbahn gehen. Wir sind jetzt hier hinter uns den Bar-Express gefahren. Das ist eine ganz süße kleine Kinderachterbahn. Ach, als Einstieg ist das ganz nett, das ne? Das ist mega gut, weil das kann man schon ab 90 cm, glaube ich, fahren. Das und ist ab 1,20 dann alleine. Genau, und das ist halt richtig gut. Ne? Gerade als Einsteigerbahn ist von Mack auch. Also die fährt sich super smooth, mega und, gut. Und Fun Fact, wir haben ewig gebraucht, die zu fahren. Wir hatten lange nicht Full Count im Europa. Wir sind hier, ich glaube, erst letztes Jahr gefahren, im Winter oder so, ne? Und dann, was auch richtig cool ist, wahrscheinlich auch für die Eltern, man kann sich hier hinsetzen und dann kann man die Kids hier einfach mal, hinter uns ist ein Spielplatz, da links ist ein großer Spielplatz. Das ist echt gut, weil... Man hat die quasi immer im Auge, genau, und die können sich hier gut austoben. Ja, und das sieht halt auch echt gut thematisiert aus, ne? So Europapark-typisch halt, wie man es kennt. Entschuldigen schon mal im Vornherein, falls es ein bisschen wackelig aussieht. Wir sind jetzt halt gerade in einer Attraktion, die darf natürlich in keinem Kinderland fehlen. So eine Traktorfahrt und auch eine Premiere für uns, haben wir auch noch nie gemacht hier. Nee. Ja, es ist ziemlich laut, der Traktor ist relativ, ja, laut. Laut.
und es rüttelt ein bisschen. Es rüttelt sehr. Es ist ein sehr authentisches Erlebnis, muss man sagen. Also wir reviewen gerade eine Traktorfahrt. Ja, und da sind ein paar Hühnchen. Sieht aus, als würde es gerade legen wollen. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Für Kids ist es der Hammer. Vor allen Dingen, weil das Ding halt auch wackelt und es gibt so ein bisschen Action quasi. Ja. Und hier vorne sind quasi so zwei Kinderplätze mit so Lenkrädern. Das heißt, da können die Kids sich auch vorne hinsetzen und so tun, als würden sie den Traktor steuern. Gut, das gibt es ja überall. Also, echt süß. Ja, aber ich finde es sehr cool thematisiert und es ist alles super schön grün und so. Es sieht echt mega hübsch aus. Man fährt hier eigentlich wie durch so einen kleinen Bauern. Ja, genau. Auch ein Bistro und ein Pub. Wir haben uns jetzt mal ein Bierchen geholt. Das Europapark Pale Ale. Hier gibt es auch Guinness, aber da sind wir nicht so der Fan von. Willst du mal einschenken? Ich schenke mal. Ansonsten gibt es da eigentlich relativ viel zu essen, was auch gut für Kinder geeignet ist. So Pommes, Chicken Nuggets und Nudeln mit Tomatensauce. Also jetzt nichts typisch Irisches. Also glaube ich zumindest, dass das nicht typisch irisch ist. Es gibt halt viel Sandwich, aber es gibt auch Shepherd's Pie. Das ist typisch britisch zumindest. Das hat zumindest eine gute Farbe, ne? Ja. Magst du probieren? Ja. So, zum Wohl. Wir werden übrigens nicht zu South Couple. Keine Angst, dafür sind andere zuständig. Schmeckt ganz gut. Ja? Ja. Ja, ist lecker. Und definitiv besser als Guinness. Ja, und das ist ziemlich gut, weil man kann hier sitzen und man hat auch ein bisschen die Spielplätze noch im Blick und so. Das ist eigentlich ganz hübsch hier. Neben uns ist auch noch mein Endgegner, das Spinning Dragons hier, also eigentlich eine Teetassenfahrt. Das geht direkt actionreich weiter hier. Ja. Genau, aber ansonsten ist es echt cool gemacht, halt, es sind keine Teetassen, sondern halt Drachen und die sehen eigentlich echt cool aus und die drehen sich eigentlich ganz schön schnell, ne? Dafür, dass das für Kiddies gemacht ist. Das ist ein bisschen was, dass man auch was Actionreicheres hier hat, ne? Aber apropos Action, ich würde sagen, wir machen auch ein bisschen was Actionreiches jetzt. Und zwar was für mich actionreich, weil, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Kanal länger verfolgt, ich fahre absolut keine Freefall Tower. Aber hier gibt es einen Freefall Tower, den traue ich mich zu fahren. Ich habe meine Angst überwunden. Ja, auf dem Sitz stand auch maximal 120 Kilo. Wir haben und dann hatte sie Angst, weil wir ein bisschen mehr zusammenwiegen als 120 Kilo. Wir sagen jetzt nicht, wie viel. Ja, aber der hat uns da dann sitzen lassen. Also es gilt wahrscheinlich pro Sitz oder so. Und keine Ahnung. Es hat ja auch alles funktioniert. Ja. Wir sind das Ding ja auch schon öfter gefahren, auch im Toverland und so. Nee, ist ganz süß, ne? Also, ja. Das ist halt ein Kiddyland, ne? Wir wollen euch zeigen, wie cool so ein Kiddyland aussieht. Und man hat eine ganz coole Aussicht von da oben, ne? Ganz genau. Deswegen, also uns hat es gut gefallen. Was machen wir jetzt als nächstes? Um 12 Uhr geht hier die Seifenblasenshow los. Ich denke, die gucken wir uns als nächstes an, oder?
Also wir kommen gerade aus dieser Seifenblasen-Show. Ja, ich bin mittelmäßig sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht fängst du mal an. Also es war ganz für kleine Kinder ganz süß gemacht. Es ist halt, ja, der macht halt mit den Seifenblasen so ein bisschen, ja, Show, macht die so ein bisschen zusammen, große, kleine, lässt sie platzen, hat auch so eine tatsächlich Dampfe, wo er die Blasen auch manchmal mit so Rauch füllt und so. Für kleine Kinder ist das ganz süß. Ja, also für mich war es jetzt eher nichts. Also mit Dollywood ist es nicht zu vergleichen. Was aber ganz süß war, ein Kind hatte tatsächlich ein bisschen Angst und hat geschrien, als das quasi dann der Künstler rauskam. Und der hat da ganz süß reagiert, hat ihm so zugewunken, dass er wieder kommen soll und so. Der hatte sich dann auch ganz, ganz schnell beruhigt. Also es ist auch cool, dass sie da auf die Kinder eingehen. Ansonsten muss man sagen, für kleine Kinder der Bereich hier mega. Wir sind hier halt voll selten, deswegen haben wir auch gedacht, wir machen mal ein Video dazu. Also ein kurzes halt, ne, um es mal so ein bisschen vorzustellen. Gerade wahrscheinlich auch für Eltern mit kleineren Kindern interessant. Was ich überraschend fand und gar nicht wusste, als wir dann aus der Show rausgekommen sind, war da rechts so, haben sie Rapunzel aufgeführt, das Märchen. Nee. Das war eigentlich ganz süß, so einfach hier mitten auf dem Platz. Ja, ich saß da ein bisschen abseits, weil ich will da nicht mit reingezogen werden. So Shows und so, gerade so Live-Entertainment, wo man dann selbst mit Teil der Show wird, das ist nicht so mein Ding, aber es war ganz süß. Generell alles hier ist total süß. Ich kann das jetzt halt schwer bewerten, weil ich bin keine 5 mehr. Und auch die 16-Jährige kann das nur schwer bewerten. Ich glaube aber für das, was es sein soll, ist es mega, echt super. Ja. Es ist schön thematisiert, viel mit Pflanzen. Genau. Ich finde, dieses irische Feeling kommt hier auch tatsächlich auf die Felsen und so sieht alles mega schön aus. Und so. Um hier mal durchzuschlendern oder auch mal hier vielleicht was zu essen oder was zu trinken, ist mega. Also wir kommen auch wahrscheinlich mal zum Essen hierher, denke ich. Genau, weil wir haben jetzt hier nichts gegessen. Wir haben nämlich im Hotel heute Morgen ziemlich gut gefrühstückt. Um aber eine Kritik zu üben, hier gibt es nämlich auch einen Lindt-Laden. Und ich verstehe nicht, was der hier verloren hat, ehrlicherweise. Kapitalismus. Keine Ahnung, ob Schokolade oder Lindt irgendwas mit Irland zu tun hat. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Was auch nichts mit Irland zu tun hat, sind unsere Videos aus den USA. Da kommen aber immer noch welche, weil es ziemlich viele sind. Also Abo lohnt sich. Und wir führen hier auch die Serie aus dem Europapark mit den einzelnen Vorstellungen weiter. Das heißt, wenn ihr an den verschiedenen Themenbereichen hier im Europapark interessiert seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Oder an unseren USA-Videos. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.